ohne große Umschweife. Herzlich willkommen zum nächsten Pilzvideo. Die Facebook-Gruppen explodieren vor lauter Pilzen. Da hat sie mich nicht mehr zu Hause gehalten. Ich musste jetzt hier mal gucken, ob wir irgendwas finden. Heute sind wir hier in, wo sind wir denn hier unterwegs? An der Weinstraße im Pfälzer Wald. Was haben wir denn hier schon, ey Leute? Das hat hier nicht einstudiert, ne? Hier stehen schon mal ein paar Pfifferlinge rum. Schon mal 3, 4. Hier haben wir ein paar Reizker. Ach du heiliger, Leute, die Facebook-Gruppen lügen nicht. Ach du Scheiße, was ist hier los? Was zur Hölle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, ich raste komplett aus. Oh Gott, was sind das für ein Anfang, Leute? Jetzt beruhigen wir uns erstmal wieder alle. Ganz ruhig bleiben. Oh Gott, was ist denn hier los, ey? Also wir haben heute den 28. September. Es hat massiv geregnet. Also der Regen, der jetzt gefallen ist, der wird noch keine Auswirkungen auf die Pilzvielfalt haben. Aber irgendwie meinen die Pilze jetzt, das gut mit uns meinen zu wollen. Leute, ich bin so gespannt, was wir finden. Viel Spaß beim Video. So, geht weiter, Leute. Hier ist mal ein schöner. Ach, der andere, den sieht er ja jetzt schon. Scheiße. Ich wollte ihn noch verheimlichen. Hier ist mal ein schöner Täubling. Hier eine schöne Marone. Und hier war noch eine Marone. Die sitzt wahrscheinlich eher als Icke. Ach, hier. Die nächste schöne. Oh, richtig cool. So, man merkt, dass man in der Hauptsaison ist. Die Vielfalt nimmt halt richtig zu. Ne? Wunderschöne. Lila Lacktrichterlinge. Das ist halt ein Bild für die Götter jedes Mal, ne? Nächster Pilz. Wunderschöner. Was ist denn das nächste Röhrling? Wahrscheinlich. Flockenstieliger. Hexenröhrling ist aber nicht der einzige, oder? Das ist leider ein bisschen windig hier gerade. Hier haben wir noch einen wunderschönen. Tippitoppi, würde ich sagen. Und ja, irgendwie hat man es ja bei Facebook schon mitbekommen, dass hier die Style-Pilz-Eskalation abgeht. Na, was haben wir denn hier? Hört sich schon mal relativ gut an, eigentlich. Der ist auch noch eigentlich. Also, gelb ist immer noch so die Grenze. Was hier ist? Oh, schwenken, hier ist noch einer. Oh, relativ fresh aus. Auch so ein bisschen. Also es gilt so ein bisschen als Grenze. Also wie gesagt, fest ist er noch, wenn man den Hut hier so eindrückt. Naja, wobei, hier bleibt eine Kuhle zurück. Das ist der eigentlich leider nicht. Das kann man sich halt täuschen. Ne? Kann ich auch noch mal probieren hier. Ja, nee. Ach man, schade. Aber auf jeden Fall schöne. Schöne Steinis. Nächster Fund, Leute. Hier vorne sieht man eine Kiefer. Und typisch für eine Kiefer sind Edelreizker. Und diese Flecken hier sind ein bisschen auf dem Hut und am Stiel. Der ist nicht so schön, aber der ist auf jeden Fall, ich glaube, nicht schlecht. Richtig geil. Also Leute, ich zeige euch nochmal, wie die Edelreizker hier stehen. Also hier haben wir Nummer 1. Ups, hier ist Nummer 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okidoki.
Also wie die Reizkraft stehen. Also hier haben wir da schon mal drei. Ja, die unten ist ein komplettes Knäuel. Die nächsten einfach. Ey, das ist so crazy, ey. Ey, was ist denn hier los? So, nächster Fund. Nicht wundern, dass ich den Boden filme. Ich möchte noch nicht zu viel spoilern. Ist das spektakulär, ey. Alter Schwede, Leute, ihr müsst jetzt noch 5 Meter hier dulden. Na, kriegt ihr das Bild des Herbstes hier gezeigt. Oh, ist das hier alles, oh, alles schön nass, Leute. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Ist das nicht geil, ey. Wunderschöne Schwefelprollinge. Ah, konnte ich auch ein Fliegen hier rausgeflogen. Im jungen Alter, sehr cool essbar. Chicken of the Woods genannt, kann man so ein bisschen zubereiten. Wie Hähnchen, aber das Bild alleine, ah, ist schon nice auf jeden Fall. Hier vorne sind einfach schon die nächsten. Ey, das ist ja so krass. Bei den Dingern gilt es halt nur aufzupassen. Also wie gesagt, jung müssen sie sein. Und wenn die an Bäumen wachsen, die giftig sind, sollte man sie auch nicht essen. Also immer gucken, was die für einen Baum haben. Natürlich hier. Das kann alles sein. Also den will ich jetzt hier nicht ernten. Wenn der aber an einer Eiche steht oder so, was nicht giftig ist, kann man den ruhig mal probieren. Hey Leute, das sind einfach die nächsten Vertreter dieser Art. Muss ich mir erstmal hinten. Oh, Digga. Das dickigste Kämpfen. Oh, das ist alles nass. Alter Schwede. Und zwar haben wir hier, man wird es schon sehen können, nicht den Schwefelporling, sondern den Riesenporling. Ich weiß gar nicht, ob der essbar ist, ich glaube nicht. Wer ist das? Aua. Alter, ist das ein Bild? Zieht euch das mal rein hier. Hier ist der komplette Boden voll. Digga, das findest du gar hier auch irgendwelche Mini-Pilze. Das gibt es hier gar nichts und jetzt ist hier. Was ist denn hier los? Hello? Alter, was zur Hölle? Oh, ist schon nice, ey. So, nächster Pilz. Optisch auf jeden Fall echt ein Highlight. Das sind diese Schichtpilze. Ey, sehr, sehr richtig so einen roten Rand haben die. So, und jetzt geht es hier weiter, Leute, mit. Ey, das gibt es nicht. Mit Glimmertintling, alter Schwede. Ja, es sind ein paar. Ach du Heiliger, ey. Muss ich jetzt nicht 5 Millionen Reizker zeigen. Davon gibt es hier sehr, sehr viele. Jetzt haben wir hier mal ein paar schöne Schirmpilze, wahrscheinlich Parasol. Und hier nochmal Uno. Die sind schon ein bisschen älter. Und der hier wollte mal ein Baum werden oder will mit dem Baum kuscheln. Das ist ja auch geil. Was ja extrem witzig ist. Also man findet wirklich alle paar Meter hier echt Pilze. Aber dass hier keiner sammelt irgendwie. Also Ortschaften sind jetzt hier nicht weit weg. Ich glaube, da rechnet keiner mit. Also es ist ja so, als hätte jemand mal kurz Schnips gemacht. Und irgendwann waren die Pilze da. Ne? Vorher gar nicht. Und das Gefühl vermischt sich so ein bisschen. Früher waren ja so im Sommer eher so die Hexenheulinge und die Pfifferlinge. Und dann im Herbst dann die Steinpilze und Co. Kommt jetzt alles auf immer. Alles auf immer. Also wie gesagt, bis jetzt schöner. Hexenröhrlinge, Pfifferlinge und Reizker mitgenommen. Reizker nochmal kurz zur Info, also alle Milchlinge, wo rote Milch rauskommt, sind essbar und davon sind tatsächlich die Kiefernreizker.
mit die besten. Die kann man sich einfach so fast ohne zu würzen irgendwie auf so ein Butterbrot packen, schön anbraten vorher und dann hat man halt eine richtig, richtig geile Mahlzeit hier. Und ich werde natürlich mal weiter ausschauen. Ey, es ist Wahnsinn, was hier abgeht, ey. Mein Problem ist gerade, dass der Weg hier links im Wald hat und rechts im Wald hat. Wenn man links was findet, hat man immer das Gefühl, man verpasst auf der rechten Seite irgendwas. Alter Schwede, das gibt's gar nicht, ey. Was haben wir denn hier? Ach Leute, hier habe ich schon wieder einen Steinpilz. Nehme ich jetzt aber nicht mit, der ist mir schon ein bisschen zu angefressen. So weit ist es schon. So viele Pilze stehen hier, dass man schon sagt, ach nee. Dann ist der nächste. Wir haben drei Schnecken, die sind zu alt schon. Also diese olivfarbene Röhren, Röhren haben, sollte man sie nicht mehr essen. Wenn man eine unechte Pilzvergiftung oder Lebensmittelvergiftung bekommen kann. Jetzt bin ich außer Atem hier. Ich sollte auch mal langsamer machen. Leute, ich fühle, ich verpasse hier irgendwas. Wahnsinn, ey. Ja, für alle, die hier neu sind auf dem Kanal. Und die sich vielleicht wundern, warum die Namen, wenn ich so einblende, immer in verschiedenen Farben eingeblendet sind. Das liegt tatsächlich daran, dass ich mir so mein kleines eigenes Schema gemacht habe. Natürlich rot ist giftig, grün ist essbar und gelb ist ungenießbar. Und ich wandle immer noch so tatsächlich so ein bisschen, hä? Wie krass so aus, ich sehe schon Pilzwerkchen sind. Ich wandle dann dieses gerade immer noch ein bisschen ab und mache zum Beispiel dunkelgrün sind halt die mega guten Speisepilze, hellgrün, ja, kann man essen, ist auch nicht so doll. Und bei Rot genauso, dunkelrot, oh, ist der nächste Steinpilz. Ja, die krass so aus, der sieht sogar relativ, ich spüre schon hier hinten, dass wir Schnecken gefressen haben, das darf auch stehen bleiben. Was würde ich sagen, bei Rot ist das gerade natürlich auch so dunkelrot, ist tödlich giftig, so wie hier Knollenblätterpilze, einige. Und ich sag mal so dunkelorange bis hellrot, gibt's hellrot? Ist dann eben, naja, so magendarmisch werden, aber nicht tödlich. Das haben wir hier. Die dürfen natürlich auch nie fehlen. Lange nicht gesehen, die Juten. Das wäre jetzt wirklich so ein Kandidat. Na, jetzt machen wir hier so. Das wäre so ein Kandidat für hellrot. Viele denken halt immer so, oh mein Gott, der Tod lauert. Ist gar nicht so krass. Klar sind die giftig, aber da gibt's halt deutlich schlimmere. Wunderschön intakten Fichtenwald, was man ja auch sehr selten hat. Hier unten wunderschönes Moos und was soll hier anders stehen? Der Gegenspieler zum Kiefernreizker oder Edelreizker ist hier der Fichtenreizker. Upsala. Der hat keine diese Rübchen am Stiel. Boah, kennt man das jetzt überhaupt? So richtig nicht. Und da steht halt hier auch einfach alles voll. Ne? Also hier stehen welche. Hier ist der nächste. Zwei Stück. Hier sind die nächsten. Das ist so crazy, ne? Auch super cooler Speisepilz. Aber ich habe jetzt wie gesagt diese Edelreizker. Die soll angeblich besser schmecken. Ich habe jetzt noch keine großen Unterschiede gemerkt. Was haben wir denn hier? Einen alten Perlpilz. Also ihr merkt schon, ihr könnt jetzt hier auch keine Minute. Ey Leute, das ist. Was ist das denn? So hier Goldröhrlinge. Hallo, guten Moin. Ey, das ganze Acker mal zählen. Das ist hier explodiert. Ich müsste die Kamera jetzt hier einfach anlassen. Das lohnt sich ja fast ja nicht, die auszumachen. Das ist so crazy, ey.
wunderschönen Wald hier, schöner grüner Waldweg, Moos überall hier in den Wäldern. Da werde ich mich jetzt hier aus diesem Video verabschieden. Also heute nochmal schön den relativ sonnigen Tag genutzt. So, hier Leute, natürlich zum Abschied noch ein paar Reizker hier unten. Da sind auch noch welche. Also ja, viele Sachen habe ich euch auch gar nicht gezeigt. Hier stehen noch irgendwelche Körnchenschirmlinge rum. Hier stehen irgendwelche Giftpilze, Knollenblätterpilze rum. Habe ich jetzt erstmal außen vor gelassen. Ich wollte einfach mal nur so ein bisschen gucken, wie gesagt, ob sich die Funde, was man im Internet sonst findet, bewahrheitet. Und ja, Leute, ja. Und der Kindepilze findet, manchmal macht es einen Unterschied, ob man jetzt hierhin geht oder ob man darin geht. Von daher, da nicht die Hoffnung aufgeben. Rausgehen lohnt sich auf jeden Fall. Anfang der Woche jetzt soll es leider noch mal tagelang regnen. Für die Pilze natürlich mega cool. Also ich denke, der Oktober wird richtig crazy in Sachen Pilzen. Ey, ich freue mich da tierisch drauf. Schöne Wanderungen kommen natürlich auch noch. Leute, geht raus, nutzt die Zeit noch, sammelt Pilze. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und ciao.